Willkommen zurück zum Let's Play von Mario Kart 64. Im letzten Part hatten wir einer von diesen Spielen die längsten Strecken ever. Jetzt hacken wir gleich die zweite ab, aber die meine ich nicht. Bleibt einfach dran. Ihr wisst bestimmt, welche kommt. By the way, die Strecke hatte hier ein Remake gefeiert. Auf Mario Kart... Oh nein. Ja, das war... Ich erzähl's gleich weiter. Das ist auch fies. Fällt man hier in den Graben, ist man down. Und zwar in Mario Kart 8 hatte sie ein Remake und in Mario Kart 8 Deluxe ebenfalls. Ratet mal, wo sie besser aussieht. Wer jetzt gedacht, natürlich auf der Switch, ist ja ganz klar. Ja, also ich sage jetzt hier mal gar nichts zu, weil wir waren jetzt in den letzten Part auch immer hinten, immer. Und in der letzten Runde habe ich geregelt, deswegen ich bin ganz gut davon zuversicht, dass wir das auch hier wieder packen werden. Vor allem, wenn man hier solche Items bekommt wie ich, geil. Nein, ich habe das Spiel nicht gehackt. Ich weiß auch nicht, warum ich hier so gut bin. Wobei ich das Spiel gar nicht mal so gut kann. Nee, das war nur schon am Rande. Also ich habe es nicht so oft gesuchtet wie Diddy Kong Racing. Das ist... Oh, WTF, was ist das für ein geiler Stunt, Alter. Geil. Ich wusste gar nicht mehr, dass das hier so war. Falls ihr euch wundert, warum wir noch Luigi haben, ist es immer noch derselbe Cup. Ne? Also ich hatte noch keine Möglichkeit zu switchen. Wir haben hier noch Luigi für weitere zwei Rennen. Danach wird wieder gewechselt. Mann! Das ist auch nervig. Ich bin auch froh, dass das gefixt wurde in Double Dash. Dass man, wenn man einen Gegner hinten reinfährt... So toll ist das für ein Geräusch. Dass man dann nicht mehr ausgebremst wird wie eine Banane. Hört ihr das Geräusch? WTF, was ist das? So ein lautes Piepsen. Naja, ist doch egal. Wahrscheinlich irgendwie so ein... Oh, ich bin angenehm ausgewichen, ne? Man hat es auch gar nicht ganz gut gesehen, aber spielt man, nee. Der Treffer hast du sicher. Den hast du sicher. Und by the way, ich habe es schon im letzten Part angekündigt oder gesagt, dass ich mal ein bisschen mehr Abwechslung auf diesen Kanal bringen will. Gut, das habe ich eigentlich nicht so direkt gesagt. Aber ich habe halt gesagt, dass Funracer erstmal jetzt genug sind. Sie sind zwar geil und machen mir persönlich mega viel Spaß. Ist auch das Hauptanliegen an solchen Spielen. Aber ich möchte mal ein 3D-Game zocken. Und Galaxy, ne? Galaxy. Auch Kindheit pur. Oh, schaffen wir es noch? Schaffen wir es noch? Werden wir auf jeden Fall Let's Playen. Beide Teile natürlich. Ganz, ganz klar. Das ist sowas von sicher wie Mario Kart. Wie Mario 64. Nur das persönlich liegt noch ein bisschen vorne, weil das halt mein absolutes Lieblingsspiel ist of all time. Ja, und by the way, hier muss man auch darauf achten, wie man fliegt. Also wenn man falsch drückt, zu sehr nach links oder nach rechts, prallen wir nämlich gegen das Gras und fallen runter. Und das nutzen die CPUs, um aufzuholen, und das ist jetzt ziemlich fies. Also generell ist das Spiel sehr, sehr schwer. Nein, okay. Siehste, wir regeln wieder in der letzten Runde. Zweiter geht total in Ordnung, total klar. Oh yeah. Aber jetzt kann ich das spielen, ne? Ich denke, man sieht, vielleicht braucht die einfach nur ein bisschen Eingewöhnungszeit. Oh, tot nimmt man die Items, das ist gar nicht mal so dumm. Weg von den Kart. Oha! Jetzt wäre es beinahe passiert, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt geregelt habe, du. Aber dritter geht auch noch. Nein, vierter nicht, Mario, komm. Dritter geht noch klar, aber. Alter! Lass doch mal deinen Bruder in Rampenlicht stehen, Mario. Lass Luigi doch einmal den Vortritt, ne? Luigi wird bei dabei richtig berühmt mit Luigi's Mansion. Hier ist ein Geist. Jetzt sollten sie mich nicht mehr treffen können. Hoffe ich. Zumindest ist es bei Deluxe so. Nein! Nein! Nein, komm! Jetzt müssen wir das... Nein! Jetzt müssen wir das Rennen ernsthaft nochmal machen. Was ein Fail. Ja, es ist so confirmed. Fuck, man! Nein! Ach du Scheiße. Scheiße! Oh, im Ernst, ey. Wir hätten es regeln können, ne? Nur ich war... Ich weiß nicht, was da abging. Ich muss es mir selbst nochmal anschauen. Oh mein Gott! Das ärgert mich jetzt zutiefst. Ach du Scheiße. Was zur Hölle war das? Yes. Im Ernst, Mann. Was war das? Was hat mich da getroffen? Oder bin ich einfach ins Graben gefallen?
Was zur Hölle war das? Oh Mann! Ja, super! Jetzt schaffen wir den Part doch wieder nicht. Also den Cup. Und ich muss es leider nochmal erwähnen. Mögt ihr das? Ich hasse das wirklich. In solchen Momenten wie diesen hasse ich dieses Spiel. Oh ja, dann teile ich. Oh, was war das denn geil? Er ist getroffen und dann. Jahu! Nee, also in solchen Momenten wie diesen hasse ich das Spiel einfach. Warum? Ganz klar, weil man die Strecke nochmal fahren muss. Alter! Wenn man Siebter ist, ist man halt Siebter. Das ist ein Funracer. Hier muss nichts perfekt sein. Ich hab's schon mal gesagt in Part 2. Nintendo, thank you, dass ihr das gefixt habt. Weil ich bin ein großer Hater des Systems. Wirklich. Ich hasse es. Ich hasse. Ja, das ist wahrscheinlich auch vorhin passiert. Also gerade eben. What the fuck, Alter? Was zur Hölle? Fahren wir da nicht wieder rein jetzt, ne? Stirb! Bäm, wir leiden da. Oh, Mario leidet. Der arme du, der arme. Oh mein Gott, so was von unnötig. WTF! Achso, okay. Wollte gerade sagen, warum fliegt die Kröte ins Wasser? Ja, komm ruhig näher, dann kriegst du halt einen aufs Maul. Mario, du willst auch einen. Bäm! So lol, so geil. Oh mein Gott. Alter, das gibt's doch nicht. Klar, wir werden sie jetzt wahrscheinlich packen. Solange ich nicht wieder in den Graben falle, aber unnötig bleibt's trotzdem. Komm, fein platt. Das ist so ein Arsch, ne? Wie sie es immer fixen, ne? Ich kann die einfach nicht vernichten. Entschuldigt. Jedes gottverdammte Mal fahre ich eine Banane, damit ich die CPUs nicht schaden kann. Oh mein Gott, ja, das ärgert mich wirklich. Das ärgert mich jetzt innerlich. Weil es einfach komplett unnötig ist. Ja, ja. Immerhin, wir können unsere Items behalten. Oder war das, ist das jetzt ein Bug? Und ich kann mein Item nicht einsetzen. Das ist auch sehr schön. Scheiß Blitz, Alter! Jetzt, ich kann es nicht einsetzen. Was ist das? Was ein Betrug! Ich zücke die ganze Zeit den Z-Trigger, aber es passiert nichts. Ah, ja. Ja. Alter, Leute, ihr hättet gerade mein Face sehen müssen bei dem Fail. Ich glaube, ich hole mir wirklich meine Facecam. Ja, ist klar. Hm. Natürlich geht er jetzt weg, wo ich wieder am Rennen bin. Ach komm. Komm, Alter! Was zur Hölle ist das mal? Oh mein Gott. Also, wenn ich das Rennen jetzt wieder nicht schaffe, dann mache ich einen Cut. Weil ich zeige euch das kein drittes Mal, das Rennen hier. Da mache ich einen Cut. Hätte ich gerade schon machen müssen, ne? Oh, ich bin so dumm. Dann hätten wir das doch noch schaffen können. Naja, ist doch egal. Ist doch egal. Ist halt jetzt drin im Part. Ist halt jetzt drin. Karte bitte. Nein, nicht die. Die, ja, danke. Ja, das geht verloren. Das geht verloren. Hat ein Scheiß, Alter. Siebter Platz. Und da habe ich das im Part 5 war das? Oder Part 4? Habe ich das Spiel gefeiert und jetzt hate ich's. Nein, Schwan. Aber mal im Ernst. Aber das war meine Dummheit. Gebe ich zu. Gefühlt war es meine Dummheit. Vielleicht war es doch ein Bug, ein Spielfehler. Wer ist es? Oder so. Oder ich wurde doch von irgendwas getroffen. Ich schaue es mir gleich nochmal an. Oder? Können wir da noch regeln? Ja, das ist jetzt doof gelaufen. Ist aber halt immer so. Im nächsten Part seht ihr das Rennen hier nicht mehr. Aber wir schaffen es jetzt offensichtlich. Yoshi, verpiss dich. Oh, lol. Okay. Also wie gesagt, ich regel am Ende immer. Keine Ahnung wie. Aber immerhin, ja, leider endet dieser heutige Part. Wir hätten es eigentlich packen können, denke ich mal. Also, wir hätten den Cup beenden können, aber wie es halt so ist, ne? Domitendos Fails. Oder die Domitendos Momente, mal sehen. Ist immerhin Material wieder fürs Best of. Ja, im nächsten und letzten Part dieses Cups, nein, nicht das Projekt, um Gottes Willen, beenden wir diesen Cup. Danke fürs Zusehen, bis dann und ciao.